think I'm perfect. 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 Ey yo, servus Freunde, was geht ab? Justin ist mal wieder am Start hier für euch und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier zurück auf meinem Kanal. Heute kommen wir mal zum Ragnarök-Skin. Habt ihr den Ragnarök-Skin schon und wie lange habt ihr ihn schon? Falls ihr ihn habt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich extrem interessieren. Und ihr seht jetzt auf jeden Fall im Hintergrund mein letzter Kill zum Ragnarök-Skin, weil ich eine Wochen- bzw. eine Tagesaufgabe bekommen habe, wo ich 10 Leute holen musste. Mir haben noch 5 Battle Pass Sterne gefehlt, das seht ihr gleich am Ende. Und dann kriege ich auf jeden Fall die V-Bucks, die restlichen. Und dann konnte ich mir das letzte Level kaufen. Und deswegen ist das jetzt mehr oder weniger genau das jetzt, der letzte Kill zum Ragnarök-Skin. Was haltet ihr eigentlich vom Ragnarök-Skin? Ich finde ihn eigentlich extrem nice. Er wird, muss ich sagen, mit 500.000 EP nochmal viel, viel besser. Aber 500.000 EP ist einfach extrem, extrem viel. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was für ein Battle Pass Level ihr seid und was für ein normales Level. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Was haltet ihr eigentlich vom Ragnarök-Skin? Ich finde, der Skin ist auf jeden Fall besser als der Drift-Skin, obwohl die Blitze beim Drift auf jeden Fall auch extrem sick sind. Und ihr seht jetzt, wie ich das gerade abgeholt habe und genau jetzt meine letzte Stufe kaufe, da ich dann noch genau 1000 V-Bucks für die nächste Season habe. Und ja, ihr seht auf jeden Fall, der Ragnarök-Skin ist bei mir jetzt auch am Start. Schreibt mir wirklich sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr ihn auch schon habt oder nicht und wie lange ihr ihn schon habt und auf welcher Stufe vor allem. Jo, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Video und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Ciao.